Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics. Heute möchte ich den Rahmen vielleicht ein wenig sprengen, mich mit Sozialbindung und insbesondere Sozialisierung nach Artikel 14 Absatz 2 und 15 Grundgesetz beschäftigen, aus gegebenem Anlass. Meine Damen und Herren, das Eigentumsgrundrecht gehört zu den in allen Menschenrechtserklärungen enthaltenen, also wirklich zentralen Grundrechten. Es geht nicht um Kapitalismus oder Sozialismus, sondern es geht um die Freiheit des Einzelnen im Bereich der Vermögensausübung, der Ausübung, der Nutzung eigenen Vermögens. Auf dieser Grundlage ist vollkommen klar, das Eigentumsgrundrecht aus Artikel 14 wird gewährleistet, unabhängig von der Wirtschaftsordnung. Erstens. Zweitens. Genauso klar ist, dass die Eigentümerbefugnis beschränkt ist. Und davon handelt Artikel 14 Absatz 2. 14 Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Der kürzeste Satz des Grundgesetzes. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist die Sozialbindung des Eigentums. Das berechtigt den Gesetzgeber, die Eigentumsfreiheit ganz, ganz wesentlich zu beschränken. Zum Beispiel die Eigentumsfreiheit des Fabrikbesitzers zugunsten der Mitbestimmung, der betrieblichen Mitbestimmung. Auf dieser Grundlage werden dann nach Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Inhalt und vor allem Schranken des Eigentums durch den Gesetzgeber bestimmt. Das ist alles unstreitig. Schwierig wird es dann nun mit Artikel 15, der darüber hinausgehend sagt, das gemeine Wohl soll nicht nur durch Beschränkung des Eigentums, sondern möglicherweise auch durch Sozialisierung, also durch Überführung in Gemeineigentum, verfolgt werden können. Das ist eine Norm, die ist ins Grundgesetz historisch gekommen, wegen der Bestrebungen zur Bodenreform im ländlichen Bereich, aber ist Grundlage dafür, dass wir über Jahrzehnte immer gesagt haben, das Grundgesetz ist letztlich neutral gegenüber der Wirtschaftsordnung, lässt also auch sozialistische Planwirtschaftsordnungen zu. Ob das stimmt oder nicht, brauchen wir uns nicht mit beschäftigen. Für diese Sozialisierung sagt nun Artikel 15, Grund und Boden, Naturschütze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Und das ist der springende Punkt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, zwar ist eine Sozialisierung möglich rechtlich, aber letztlich unattraktiv, weil der Staat muss den Wert ersetzen, weil das ist die Grundlage für die Enteignungsentschädigung. Nun wird aber gesagt, im Rahmen des 15 kann man deutlich unter dieser Enteignungsentschädigung bleiben. Und das ist meines Erachtens so schwobelig, dass ich da kurz drauf eingehen möchte. Aus der Perspektive des Eigentümers, des Grundstückseigentümers, ist es vollkommen Schnurz, ob sie das Grundstück ihm wegnehmen, um es einem anderen Gemeinwohlzweck zuzuführen, also Bau einer Daimler-Benz-Versuchsstrecke oder Airbus-Produktion in Finkenwerda oder Autobahngrundstück, oder ob sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass private Wohnungsvermieter sind und dementsprechend nehmen wir alle Mietwohnungen in Gemeineigentum, in sozialisieren wir. Für den aus der Grundeigentümerperspektive wird eben im einen Fall das Grundstück genauso weggenommen wie im anderen Fall. Und Artikel 15 hilft nun darüber hinweg, dass die Enteignung nach 14.3 immer nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig ist. 15 sagt ausdrücklich, wenn es im Gesetzgebungsorgan eine Mehrheit dafür gibt, dann entsprechen auch Sozialisierung dieser Anforderung. Artikel 15 sagt aber nicht, dass dann der Grundrechtsschutz aus Artikel 14 nicht mehr gilt und also dem Eigentümer grundsätzlich der Wert des genommenen Eigentums zu entschädigen ist. Und vor diesem Hintergrund bleibt es dabei, meine Damen und Herren. Sozialisierung ist möglich, aber unattraktiv,
weil im Zweifel der Staat für das gleiche Geld, was er ausgeben muss, um das sozialisierte Eigentum zu enteignen, sich das auch selber auf dem Markt beschaffen könnte. Und umgekehrt, der Eigentümer kann letztlich aus der Entschädigung das Gleiche auch wieder auf dem Markt kaufen. Und insofern bringt es nicht viel. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gern oder geben uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei den Ruhrpott Basics.